Hallo meine Freunde, liebe Zuschauer. Willkommen zurück zu Krux, zu Big Heist. Wir haben von unserem Boss wieder einen Auftrag erhalten. Wir sollen dem Rivalen von Don Cesare, Julian Ortega, ihm einbrechen und eine Nachricht hinterlassen. Gut, dann werden wir den Job mal anfangen. Im Gegenzug für meine Hilfe mit Murray will ich, dass ihr Julian Ortega besucht. Steigt in sein Anwesen ein und hinterlasst einen Brief auf seinem Schreibtisch im ersten Stock. Ortega, der Schneemann? Dicker Brocken. Aber warum diesen Aufwand betreiben? Seine Geschäftspraktiken beginnen, meine Nachbarschaft zu stören. Es dürfte helfen, wenn er weiß, wie dicht ich an ihn herankommen kann, wenn ich will. Der Haupteingang zu Ortegas Haus ist extrem gesichert. Da ist kein Durchkommen. Am besten kommt ihr über die Auffahrt und geht durch den Seiteneingang rein. Vielleicht lohnt es sich auch, ins Poolhaus reinzuschauen. Dort gibt es auch einen weiteren Eingang. Ortega hat eine Menge Geldkassetten. Passende Schlüssel dürften dort auch rumliegen. Macht keinen Unterschied für einen Profi. Wir könnten auch durch den Personaleingang rein. Da patrouillieren keine Wächter. Die Treppe nach oben ist in der Empfangshalle. Die ist auch von innen gut gesichert. Im Speisesaal gibt es einen Schalter, der sich nach ein paar Sekunden wieder zurückstellt. Eines ist sicher, seid vorsichtig, wenn ihr euch zwischen Speisesaal und Empfangshalle bewegt. Im Obergeschoss kommt ihr zuerst in einen achteckigen Raum. Es gibt da Schalter, die nur in der richtigen Kombination funktionieren. Später wird das mehr als simples An und Aus. Denkt daran, die Tür zu Ortegas Büro lässt sich nur von innen öffnen. Hinterlasst die Nachricht auf seinem Schreibtisch. Danach verschwindet ihr über den Balkon. Ich beobachte euch mit dem Fernglas, aber ich bin sicher, ihr werdet mich nicht enttäuschen. Nun gut. Dann haben wir uns das angesehen. Schauen wir uns nochmal die Wächter an. Hier ist alles sehr gut abgesichert. Und mit den Kameras. Uns wird empfohlen, hier lang zu gehen. Hier drüben reinzugehen. Und dann nach oben. Im ersten Stock. Hier soll man den Brief ablegen. Und dann hier über dem Balkon. Würde Brüstung verschwinden. Gut, soweit verstanden. Erdgeschoss. Haben wir 6 Schätze. Und im ersten Stock haben wir 3 Schätze. Okay. Dann wollen wir unser Team auswählen. Einsatzbereit. Ich nehme erstmal Rufus. Unser Boxer. Unser Wrestler, unser Kämpfer, Bischof, unser Türknacker und Dosenöffner. Ja? Und unsere Kleopatra. Schnell und flink. Gut, nehmen wir. So, jetzt können wir den, wenn wir wollen. Tja, noch etwas zuweisen. Gib Bischof mal hier. Entschuldigung. Chloroform. Nein, das wollte ich nicht. Geht er nicht zurück? Leeren, okay. Bischof. Das. Rufus, er braucht praktisch gar nichts.
Ninjas. Oh, na. Aber dadurch wird er ja nicht schneller. Aber hier, ich gebe ihm so eine Pille mit, damit er mal, wenn es sein muss, mal schneller laufen kann. Und hier unsere kleine Cleopatra. Die kriegt einen extra Schlüssel von mir. Ja. Das müsste eigentlich dann noch reichen. Sag ich okay. Und wir fangen an, den Job zu starten. Wie gesagt, Leute, bewegt euch nach oben und achtet auf diesen Zeitschalter. So, wie war das noch? Ah, hier, Mausrad drücken. Hier haben wir einen Wächter. Immer feste drauf. Der läuft immer auf und ab, der stört mich aber. Rufus soll mal dahin gehen. Cleopatra. Moment, ich muss an den Kameras erstmal vorbei. So. Hier hin. Oh, werde ich vielleicht von der Kamera entdeckt? Soll ich vielleicht besser. Ja, nicht so. Na gut, dann gehe ich halt hier lang. Hier hin. Roboter soll sich dann den schnappen. So, jetzt kommt Bischof. Bischof geht die gleiche Strecke, würde ich sagen. Wir brauchen ja nur, damit er die eine Tür da oben knackt. Der soll hier die Tür knacken. Dann sind wir noch hier. Kann ich die Tür knacken? Cleopatra, nachdem der hier fertig ist. Kann ich hier reingehen und sich das schnappen? So, Rufus. Ich lasse ihn erstmal ein bisschen laufen. Die beiden. Na, so. Oh, stopp. So, Rufus. Was krallt ihr denn? Auf geht's. Wo denn dir? Nicht drin. Sorry. Rufus, hol ihn dir. Zeit. Sehr gut. Ich wäre soweit. So. Stopp. Sie hat das Chloroform. Habe ich sie auch mitgegeben. Da kann sie den. Die Tür kann ich problemlos öffnen. Gut. Dann soll Cleopatra hier hingehen. Wie, wirst du beobachtet? Von der Kamera oder wie? Ja, eigentlich nicht, oder? Habe ich was vergessen? Moment mal. Okay, da sollst du. Ach, das ist er. Nein. Du sollst da schön bleiben. Komm her. So. Und Chloroform sollst du benutzen. Schaltest du die Kamera ab. Die Kamera, nimmst du den Schlüssel und tja, wo gehst du denn dann hin?
sagen. Ah, das ist auch wieder hinten. Gut. Bist du hier hin? Ist da noch eine Kamera? Hier hin? Dahin? Dahin? So. Bischof, wenn er damit fertig ist, gibt es ein Schloss zu knacken? Soll er auch erstmal hier rausgehen? Geht auch hier lang. Geht erstmal dahin. Und lass mal laufen. Schön macht sie das und schaltet es andere Kameras aus. Nimmst du sich den Schlüssel und komm hier hin. Er ist schon da. Gut, stopp. So. Man kann Bischof hier die Tür aufmachen und hier die Tür aufmachen. Startklar. Die Maus. Ja. Schauen wir das mal hier vor. Oder? Wie war das mit der Tür? Hier oben gibt es noch einen Geldkoffer. Das muss ich irgendwann auch holen. Gibt es ja auch eine Tür? Ja, da gibt es auch eine Tür nach draußen. Hier gibt es nichts mehr zu holen, glaube ich. WC nicht, Waschbeckenbereich nicht. Hier auch nicht. Dann würde ich sagen, ich lasse das mal so. Wenn er wach wird, wird er sich bestimmt erstmal wundern und sich ein bisschen umgucken wollen. Okay, lass Bischof mal arbeiten. Opa 3 hüpft schon rum hier. Halt. Lass Opa 3 mit rein. Opa 3 kann erstmal dahin. Oh, da kommt schon einer. Wie weit geht der nach vorne? Bis hier hin. Weiter kann er nicht gucken. So, Bischof ist fertig. Dann soll Bischof mal die Tür knacken. Die Tür knacken. Würde ich sagen. Kleopatra. Kleopatra kann jetzt auch hier reingehen. Hier rein. Ah, die kann gar nichts mehr aufnehmen. Ah, die kann gar nichts mehr aufnehmen. Moment. Muss ich halt anders machen. Sollst sie hier hin, dahin. Und sonst. Ja, aber machen wir. Sollst den fallen lassen. Sollst den fallen lassen. Gut. Dann gehst du hier hin, dahin und schnappst dir den Schlüssel. So, auf geht's. Stopp. Gehen wir es an. Den Punkt nehmen wir erstmal weg. Bischof soll ich den schnappen und dann dahin gehen. Ja. Und du kannst gleich hierher wieder hin. Ist ja nichts mehr, ne? War wohl Einbildung. Naja, da ist nichts mehr.
Und bist du die Tür schon aufgemacht? Gut. Aber die Kameras sind noch an. Also muss Bischof erst die Tür aufmachen. Na gut, Bischof, mach erstmal die Tür auf. Gut gemacht, Bischof. Lass mal die Kleine mal ran. So. Schalte das ab. Schalte den ab. Greif für den Koffer. Und brech die Kassette auf. So, dann bin ich ja hier fertig mit dem Raum, oder? Ja. Ich denke schon. Und Cleopatra hier hin. Oh, stopp. Was machen wir jetzt? Was ist hier? Die lässt sich öffnen. Die auch. Ah, wo läuft denn hin? Der guckt sich da um. Ich weiß nicht, ob er das schafft. Dahin. So, dahin reinlaufen erstmal. So, meine Kleine hat ja freie Bahn. Also? Dann lauf doch mal dahin und hole den Geldkoffer. Dann läufst du wieder zurück. Was haben wir hier? Nix. Ist nix, ne? Nein. Nix zu holen. So, schauen wir mal. Gibt es ein Schloss zu knacken? Bischof. Er läuft erstmal. Ich muss mal schauen, wo der hingeht hier. Weiß ja nicht, wie schnell Bischof ist. Stopp. Ah, der kommt schon wieder zurück. Bischof, dann geh erstmal dahin. Der kommt wieder. So. Meine Kleine. Kommst auch erstmal hier hin. Vielleicht so nah an der Tür vielleicht. Mal dahin. So, Bischof, gehen wir zurück. So, Gotthard, versteck dich mal hier hinter der Wand erstmal. So, wenn er sich umdreht. Und schauen wir mal, wie wir weiter verfahren. Stopp. Bischof. Oh, Bischof. Dahin. Hier hin. Hier aufmachen. Dann bei hier. Hier durch, da aufmachen. Okay, Bischof. Dann hast du erstmal was zu tun. Den ganzen Schlösser knacken hier. Cleopatra ist das verdammt schnell. Was mit Rufus? Das können wir irgendwann auch gebrauchen, damit wir den hier. Bin bereit. Bei dem fertig machen können. Du gehst dahin. Gehst dahin. Versteckst dich hier in der Ecke. Genau da. Rufus. Das könnten wir auch schon mal holen.
Vorgang. Rufus könnte dann auch hier einsteigen. Wo tun wir den Rufus denn hin? Ich würde sagen, erstmal hier hin. So. Stopp mal. Er dreht sich da, guckt sich da um. Wie schnell ist Rufus? Ja. Der ist nicht das Schnellste, ne? Aber bis dahin wird er da wohl schaffen, oder? Komm, Rufus, lauf mal. Sehr gut. Gut gemacht, Rufus. Halt erstmal zu tun hier. Sieht uns nicht. Oh, Rufus. Ich weiß, du bist nicht der Schnellste. Du sollst den umhauen. Er ist gleich da. Gut. Was ist der Plan? Bischof soll sich dann Geldkoffer schnappen. Hier. Was denn? Wir brauchen Schlüssel, oder wie? Brauche ich wirklich einen Schlüssel? Werde ich ja sehen, ob ich einen Schlüssel brauche. So, Rufus. Schnapp ihn dir. Was ist denn diese Zeit? Ja, so ist brav. Sehr gut. Ein kleiner Killer. Ah, klappt doch. Das ist mir unmöglich. War wohl Einbildung. So, 5 haben wir, 5 Schätze. Einer ist noch irgendwo. Einer ist noch irgendwo. So, mein Freund, du kannst dann wieder, glaube ich, zurück. Ne? Hier ist keine Tür oder sonstiges. Und dann gehst du wieder zurück. Warte mal hier. Auch nur Toiletten. Sonst nichts. Nichts zu holen. Gut, geh mal wieder hier raus. Hier ist nichts. Bist du dahin? Tja. Bist du dahin? Und gehst raus, würde ich sagen. Rufus hat ja den Wächter kalt gestellt. Kann er sich ruhig bewegen. So, wo müssen wir noch lang? Müssen wir hier lang? Ist da noch ein Wächter? Nein. Ja, kannst du die Tür öffnen? Die Tür hier hinten. Meine schnelle Maus. Geht auch raus. Hier hin. Lass mal sehen. Schaut es das aus? So. Was ist das hier? Aha, für die Laserschranken. Alles klar. Das ist für die Laserschranken. Läuft der immer nur bis hier hin oder wie? Was haben wir denn noch hier draußen? Da ist nichts. Da ist noch ein Item, was wir holen könnten. Irgendwo liegt da noch ein Schatz rum. Ah, hier. Da liegt noch ein Geldkoffer. Na, komm mal her, Kleines. Komm mal hier hin.
So, ja, er ist schon fertig. Er ist fertig. Schnapp dir das Brecheisen. Sonst noch was? Nein. Schnapp dir das Brecheisen. Und dann ja, was dann? Gut, weiß ich im Moment nicht. Kannst du wieder hier reingehen? Ja. Du kannst. Reingehen, holst dir den Geldkoffer. Ach, ich hab was übersehen. Bischof, ich hab was übersehen. Also, geht's natürlich nicht. So. Nee, doch, geht doch. Klar, du gehst hier raus. Und zu den. Gehst wieder hier hin. Da ist ja noch eine Tür. Wo habe ich die gesehen? Ja. Tür sollst du auch machen. So, dann haben wir alle 6 Schätze. Die Tür machst du auf. Nicht ganz. Du gehst hier hin und lässt ein Brecheisen liegen. Dann gehst du hier hin, machst die Tür auf. Quadra, geht raus. Wartet erstmal. Gut, kannst du den schnappen? Gehen wir da. Bischof soll sich den Schlüssel holen. Dann kann er wieder zurückgehen. Gut, dann sind wir hier auf dieser Seite fertig. Ja. So, erstmal Stopp. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen die Treppe nach oben erreichen. Die Treppe nach oben. 6 Schätze haben wir. Die Tür brauchen wir praktisch gar nicht aufmachen. Nee, die brauchen wir praktisch gar nicht aufmachen. Ich weiß gar nicht, warum da überhaupt ein Schloss hängt. Weiß nicht warum. Ist denn da irgendwie was? Nee. Ist denn hier draußen noch was? Ja. Ist nichts. So, wer den Schalter betätigt, der muss ganz schnell sein. Tja, kann ja eigentlich nur Klopatra, ne? Klopatra, komm mal her. Geh mal da zu einem Schalter hin. Einsatzbereit. Wo bist du denn? Auch da. So, hier. Bis hier hin. Da hin. Ja, dann gehst du mal da, bis dahin. So, Rufus, lass erstmal laufen. Pause.
Erstmal gehst du dahin. Ah, Rufus, wie schnell ist Rufus? Ah, müssen wir mal testen, ne? Wie schnell ist der gute Rufus? So. Dahin und auch da. Und auch da rein. Oh, jetzt muss das Timing stimmen. Sonst sind wir im Arsch. Ja, das Timing. Rufus ist nicht der schnellste. Aber egal. Ich habe ja pausiert. Fünf Sekunden habe ich nur Zeit. Das schafft er niemals in 5 Sekunden dahin. Okay, machen wir mal. Fünf Sekunden. So, jetzt. Klopatra. Du bedienst den Schalter. Schaffst halt in 5 Sekunden, Baby. Dann gehst du sofort raus. Auf geht's. Ich warte. Aber wir sind zumindest oben. Ihr seid dicht dran. Legt den Brief auf Ortegas Schreibtisch und verschwindet über dem Balkon. Selbst unsere Klopatra war nicht schnell genug. Ja, wer bedient denn hier? Wie sieht's denn aus? Ich würde sagen. Rufus, komm mal hier hin. Gehen wir's an. Und dahin. Bin bereit. Und die Kleine bedient den Schalter. So, Pause. Dann gehst du dahin. Gibt es ein Schloss zu knacken? Dahin. So. Cleo startklar. Cleo schaltet wieder um. Gut. Abgefahren. Er wieder. Was ist der Plan? Er wieder. Also. Cleo, umschalten bitte. Gut. Sag an. Jetzt kommst du Rufus dahin. Ja. Du dahinter. Na? Du dahinter. Was ist mit dem hier? Der läuft da keiner mehr rum? Doch, hier läuft da einer. Muss man das einschalten? Wie läuft der denn? Hat er gewusst, da läuft doch irgendwo einer. Ist abgeschossen, kann er nicht durch, also läuft er nur hier rum. Er läuft nur hier rum. Da und dann wieder hier. Dann guckt er sich um. Okay, wir müssen aber hier raus und da rein. Tja, machen wir. Mal warten, bis er hier ist, ne? Das haben wir gar nicht die Zeit. Ja? Kleine kann schon mal dahin. Stopp. Rufus. Dann lass mal noch ein bisschen drehen. Was haut er ab? Ja, Rufus, würde ich sagen, dann
Mach den auch mal platt. Opus legt den Schalter um, macht den platt. Auf geht's. Die Kleine kann schon mal raus. Was ist der Plan? Der kann auch raus. Ah. Angekommen. Moment. Dafür bin ich nicht ausgebildet. Moment. Nimmst du nochmal den Schalter und dann. So. Pause. Wie sieht's hier aus? Müssen wir hier auch durch? Wo sind denn die ganzen Schätze? Drei Schätze haben wir hier irgendwo. Mal genau hinschauen. Wo haben wir die denn? Hier haben wir so ein Ding. Ah, hier ist ein Koffer. Einer. Ist auch nicht irgendwo im Balkon oder so. Da auch noch. Ach. Muss ich ja doch die Tür hinten aufmachen. Da verzögert sich das Ganze hier ein bisschen hier. Hier waren wir ja durch. Also, 1, 2. Irgendwo muss doch noch einer sein. Wo kann der denn sein? Ja. Oh, da wird aber heftig. Ja. Der läuft da nicht da durch, wa? Hier? Was nehmen wir denn hier für? Warte mal. Die Opa darf schnell, ne? Klar, nehmen wir Cleopatra. Dann tue ich Cleopatra. Bin bereit. Wo soll's denn hier? Du hast zwei, mehrere Schlüssel. Na gut, ob du das Brecheisen hier ablegen. Weil hier kriegt's ja wieder neues Brecheisen. Gibt es ein Schloss zu knacken? Und du kannst das Schloss mal knacken hier. Ja, die noch nicht. Die Tür müsste zu sein, kann er gar nicht rumlaufen. Ist egal, ich bin trotzdem noch Nummer sicher. Ich tue den nur dahin. Cleo, startklar. Okay, Cleo. Du bist die Schnellste. Gut. Gehst du hier rein? Da rein. Schaltest die beiden ab und nimmst das Brecheisen. Der läuft doch. Scheiße, der läuft ja doch da lang. Eine Kacke. Rufus. Immer feste drauf. Na Rufus. Dann knock den mal aus. Wie geht's weiter? Ja, immer abwechselnd, ne? Einmal den auf die Fresse hauen, dann den anderen. So einfach ist das. Ja, er muss beide Schlüssel aufknacken. Geht nicht anders. Beide Schlösser muss er machen. Wie sieht das aus? Den Koffer kann er so öffnen, ne? Ja.
Und auch unsere Kleine machen. So, so. Geil. Warte mal. Hab ich doch schon wieder vergessen, wo die Geldkoffer waren. Der eine ist ja hier. Wieso habe ich es wieder vergessen? Der zweite. Habe ich hier wirklich was vergessen, liegen lassen? Wo ist denn der dritte? Ach, hier ist noch ein Item. Eine Sprechstange. Ah, hier. Ach, da muss ich auch noch rein. Ja, da würde ich sagen. Ach, da ist noch ein Schloss zu knacken. Ah. Ist noch ein Schloss zu knacken. Da kann ja heiter werden. Europos, wenn du mit dem fertig bist hier. Kurs. Dann schnappst du dir Brecheisen. Und haust den anderen an auf die Fresse. So. Bischof. Bischof. Bischof holt sich dann doch den Koffer. Soll er sich schnappen. Dann geht er hier hin. Oder hier. Moment. Dahin. Dahin. Und kann schon mal die Tür aufmachen. Opatra. Wo bist du? Da hinten. Na ja, gut. Dann kommen wir erstmal. Gut. Ah, er muss seine Arbeit tun. Ach, geht ja nur über den Schalter. Nun gut. Gar nicht da so rein. Schalter, Schalter. Muss mal außen rum rein, ja? Das wird eine heikle Sache. Darfst du dir, na, dass wir den wieder vornehmen. Das steckte Holz hier ist geschlossen. Kann ich auch mit dem Brecheisen aufmachen. Oder geht die so auf? Mal sehen, ob es rausgehen kann. Ah, die kann so rausgehen. Ah, ist ja noch besser. Ja. Du hast sonst Schlüssel.
den Schlüssel. Geh schon mal rein. Und er arbeitet hier noch. Halt. Ich darf ihn nicht vergessen hier. Bin da. Gut gemacht, mein Mann. So. Na? Ufos? Abgefahren. Ufos. Wen hast du denn jetzt betäubt? Achso, ja. Gut. Ja? Bist du denn? Da bist du. Ist er schon da? Ja, schön. So. Du holst hier den und den Geldkoffer. Habe ich. Schlüssel brauche ich doch gar nicht. Was ist der Plan? Oh, Rufus. Oh, oh. Wie viele Schätze haben wir jetzt? 2. Hier rein. Noch einer sein. Oder? Ja. Da muss doch noch einer. Gott, wieso sehe ich die mal? Oder hat mich hier draußen am Balkon? Nee. Da müsste man ja flüchten. Flüchten, ja. Geht ja nur hier durch. Ja. Geht nur hier durch. Bischof muss die Tür aufmachen. Oh, Bischof. Geh mal raus. Gehen. Gehst hier rein. Muss die Tür auf. Blondie befindet sich ja noch hier im Swimmingpool. Baum kann auch raus. Wieso sehe ich den anderen Geldkoffer nicht? Ne? Bin ich wieder blind? Ach, da. Ach, da ist er ja. Wir müssen extra in den Raum reingehen. Dann brauche ich ja doch 2 Leute. Mindestens 2. Tja. Legen wir da erstmal den Brief ab, oder? Dann probieren wir den Schalter mal aus. Wen hast du denn umgehauen? Nein. Nicht dahin, Cleopatra. Nicht dahin. Geh wieder. Na, oder auch nicht. Ja, gut, kannst du auch machen. Ja. Ist egal, kannst du auch machen. Kannst du machen. Naja. Bist du dahin? Ufos. Rufus killt den wieder. Ja. Bischof hat da zu tun, oder? Ja, du sollst darauf knacken.
Gut. Auf geht's. Oh. Ich wäre es bald. Oh, Opus. Opus, du darfst dann nochmal, ja? Bin bereit. So, dann leg mal einen Schalter um. Ah. Den bitte. Was ist das denn? Den bitte. Endlich freie Bahn. Stopp. Stopp, Baby. Gibt es ein Schloss zu knacken? Bischof. Wo gehst du hier hin? Ja gut. Sag an. Ja, den sollst du noch mal. Ja. Okay, gut. So. Wo holst du den Geldkoffer? Gehst raus. Opus. Geht nicht, Schätzchen. Ich warte. Ich weiß, dass er nicht geht. Bischof muss hier. Oh, jetzt kannst du rein. So. Gucken wir mal kurz. Abgelegt haben wir ja. Über den Balkon fliehen. Wir müssen. Müssen hier durch. Ja, von da nach da und dann fertig. Cleopatra. So, Portal kann das schon mal rausgehen, oder? So, Rufus. Mach die nochmal fertig. Okay, Rufus. Komm, so viel Zeit haben wir ja auch nicht mehr. Ja? Baby, machst du denn hier? Komm, Rufus, komm. Heil dich. Stopp. Rufus. Nee, da war sie, ne? Immer feste drauf. Oh, kommt ihr Leben, kommt raus da. Schneller, hey, Darlene. Alles in Ordnung. Wach auf. Momentchen. Wieder so, das war's. Das war's, hat ziemlich lange gedauert. Ah, wir haben es denn geschafft. War Grobi. Ja, manche Missionen sind nicht mehr halb so kurz, wir haben sie zu Anfang. Da braucht man richtig Zeit und Geduld, um strategisch vorgehen zu können. Das ist immer eine neue Herausforderung. Macht mir richtig Spaß.
Berge für Geld am Ende. Jetzt hat da 490. Ich habe eine neue Fähigkeit bekommen. Sampfoten. Als Werkzeug haben wir zur Verfügung bekommen. Eine Sprengladung, vielleicht Dynamit oder so. Sehr schön. Gehen wir auf die Stadtkarte. Vielen Dank für euren Einsatz, Leute. Dann hören wir uns die Zeitung nochmal an. Zeitungsnachrichten. Ich werde demnächst seine letzten Entscheidungen überdenken. Also, ihr wollt Murray schaden und dabei helfe ich gern. Was kann der alte Cesare für euch tun? Wir brauchen Infrastruktur. Eine Briefkastenfirma, ein paar Werkzeuge in San Quentin. Zudem einige Informationen über den Gefängnisdirektor. Und wir wollen, dass du Lobkowitz zurückholst. Ich halte es immer noch für eine schlechte Idee, wieder mit diesem Schwätzer zu arbeiten. Wofür braucht ihr Lobkowitz? Einen heimlichen Ausbruch aus San Quentin. Ihr wollt ins Gefängnis? Und dann wieder ausbrechen? Wie soll das gehen? Was wird aus eurer Tarnung? Urkundenfälschung, ein bisschen Erpressung und elektronische Datenverarbeitung. Schon mal davon gehört? Das Neueste von neu. Karteikarten werden mit so elektrischen Schreibmaschinen in kleine Fernseher übertragen. Keine Ahnung, wofür diese Erfindung gut sein soll. Und danach werden die echten Akten einfach vernichtet. So hat es der Polizeichef in seiner letzten Rede beschrieben. Kam gut an beim Publikum. Computer sind sein Hobby. Er ist ganz besessen von diesem Zeug. Wir beschleunigen das Ganze, machen den Gefängnisdirektor mundtot und zerstören alle Daten der Verhaftung. Dafür brauchen wir Lobkowitz. Langsam, langsam, Leute. Erklärt mir das genauer. Es dauerte einen Moment, Don Cesare von unserem Plan zu überzeugen. Murray glaubte, er hätte uns in der Hand. Er wusste, wir würden nicht einfach zusehen, wie er sich den Lunastein greift. Und wir ahnten, dass Murray die Bullen zum Museum rufen würde, um uns direkt vor Ort zu verhaften. Diebesehre hin oder her. Und genau das war unser Plan. Wir wollten ins Museum einsteigen und dort den Lunastein gegen die Fälschung eintauschen. Dann sollten die Jungs den Alarm auslösen und auf die Bullen warten. Murray sollte glauben, wir hätten einen Fehler gemacht. Inzwischen wollte ich den Lunastein rausschmuggeln, ihn vor Murray versteckt halten und die geschlagene Heldin spielen, die alleine nichts auf die Reihe kriegt. Und während Murray seinen Sieg feiern würde, könnten Cesare und ich die Jungs unbemerkt aus dem Knast holen, um ihn dann in Ruhe abzuservieren. Für den Ausbruch selbst hatten wir noch ein Ass im Ärmel. Die Herausforderung war, alle Spuren zu verwischen. Murray hatte Freunde im Polizeipräsidium und der Coup würde zu diesem Zeitpunkt auch in den Akten stehen. Die Gefängniswärter würden die Jungs nicht einfach vergessen, wenn sie sie erst kannten. Dieser Plan erforderte mehrere Schritte. Und für alle brauchten wir Lobkowitz. Wir wussten, der Polizeichef wollte die Verbrecherkarteien digitalisieren lassen. Darum planten wir zuerst, ins Polizeipräsidium einzubrechen und von dort aus gefälschte Befehle zu versenden. Darin sollte die Anweisung an alle Reviere der Stadt stehen, ihre neuen Computer bei einer bestimmten Firma abzuholen. Unserer Briefkasten. Im zweiten Schritt mussten wir diese Computer besorgen, damit Lobkowitz sie manipulieren konnte. Sobald die Jungs hinter Gitter kamen, sollten diese Maschinen all ihre Daten vernichten. Zuletzt sollte Cesare nach Schmutzwäsche des Gefängnisdirektors forschen, um ihn zum Wegschauen zu zwingen. Don Cesare nannte das abenteuerlich. Und dann sagte er, ziehen wir es durch, Leute. So, eine Stadtkarte angelangt. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Dann können wir mal hier zu dieser Stelle hin oder zu dieser Stelle. Hier haben wir einen Stoppschwierigkeitsgrad von 2 Sternen und hier mal einen von 1 Stern. Würde ich sagen, wir würden erstmal hier hingehen. Beim nächsten Mal. Diese Folge werden wir hiermit erstmal mal beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund, ich würde sagen bis dahin, euer Ernest Potter.